Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von ARK, unserem kleinen Survival-Abenteuer. Ja, und wie ihr seht, liebe Freunde, haben wir, huch, jetzt komme ich hier nicht mehr durch, haben wir hier unsere kleine Hermine the Raptor, aber der Name gefällt mir nicht so ganz. Wir nennen sie mal um, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, wir machen einfach mal ganz einfach den Namen hier, schnapp zu. Nee, warte. Das schreibt man zusammen. Das sieht das viel geiler aus. So, schnapp zu. Sehr gut. Ist mir so, ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, während ich duschen war. Ja, jetzt denken viele, ah, jetzt erzählt er gleich, Privatleben und so. Ja, Dusche und so. Nein, Quatsch. Ist mir der Name während des Duschens gekommen. Also, eingefallen. Ich sollte echt vermeiden, diese Doppeldeutigkeit. Die sollte ich echt vermeiden. Ja, liebe Freunde, und wir haben doch tatsächlich einen Raptor, yuppie! Da freue ich mich wahnsinnig. So, jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch zu uns erstmal zurückfahren. Zack, machen wir mal den hier. Und dann müssen wir auf alle Fälle ein Level aufsteigen, oder im Level aufsteigen, damit wir endlich einen kleinen Raptor, einen Sattel für unseren Raptor, ja, herstellen können. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind bei der Hälfte des Levels, wenn ich das richtig weiß. Ja, jetzt haben wir wieder hier verdorbenes Fleisch. Ja, liebe Freunde, und was ich auch noch machen wollte, ist, dass wir uns eine kleine Anlegestelle bauen. Ich weiß aber nicht, ob das möglich ist, dass wir auf alle Fälle mit dem Floß unterhalb unseres Hauses hinfahren und dass wir dann versuchen, quasi einen kleinen Steg nach oben zu bauen mit diesen Holzpillars, also mit diesen Holzpfeilern. Ich weiß gar nicht, ob das so möglich ist. Das wäre natürlich super, wenn das möglich ist. Werden wir mal schauen. Das ist auf alle Fälle für die heutige Aufnahme so ein bisschen erstmal das Ziel. Dann müssen wir natürlich auch noch für Schnapp zu müssen wir ein paar Opfer finden. Opfer. Müssen wir ein paar Opfer finden. Und huch, irgendwie schaltet sich mein Bildschirm ab und zu mal aus. Ich glaube, er will mir irgendwas sagen. Ich weiß bloß nicht was. Nee, und jedenfalls ein paar Opfer für Schnapp zu, damit wir ein bisschen leveln können, weil derzeit ist Schnapp zu noch Level 4. Ich weiß gar nicht, vielleicht können wir auch schon hochleveln ein bisschen. Das wäre eigentlich ganz praktisch. So, anlanden, zack. Jetzt schauen wir mal, können wir hochleveln? Huch, nee, wo bin... Doch, war ich war richtig, ne? Ja, nee, schade, können wir nicht hochleveln. Na gut. Schnapp zu, warte mal, wie war denn das? Y und T war das, ne? Wenn ich jetzt hier pfeife, heißt das, du kommst mit oder heißt das, du bleibst hier? Liebe Freunde, es tut mir leid. Wie jedes Mal, ich muss nachschauen. So, folge mir T, Y ist stehen bleiben. Also folge mir ist immer T. Wir wollen aber auch greife das Ziel an, ist Ö. Okay, es liegt da natürlich super nah. Also T ist folge mir. Kommst du mit, Schatzi? Komm. Folgt. Na los, ab geht er. Komm. Ah, da kommt sie an. Er, sie, es, schnapp zu. So, hier. Uah. Was? Ach so, warte mal hier. Nice, komm, mach ihn fertig. Jawohl, jawohl, bam. Du kleiner Noob. So, mitkommen. Ach ja, ist das schön. Kommst du mit? Sehr gut. Hier bleiben. Was? Nein, das war meiner. Nein, warum? Du Sackgesicht. Na gut, ist egal. So, pass mal auf. Hast du jetzt eigentlich irgendwie EP bekommen? Ja, einen XP hast du bekommen. Wahnsinn, ich glaub's ja nicht. So, pass mal auf. Jetzt komm mal, folge mir. Na. Los. Hallo. Manchmal will Hilti nicht pfeifen. Jetzt so. Das ist komisch. So, wir gehen erstmal kurz auf unser Fluss noch. Wir müssen erstmal schauen, was wir hier so im Inventar... Oh, nice. Wir haben ja hier... Sind super ausgerüstet. Können wir vielleicht... Pass mal auf hier. Schnapp zu. Ihr könntet doch bestimmt hier ein bisschen was reinlegen, oder?
Ja, klar. Guck mal hier. Machen wir das so hier. Ein bisschen was Schweres. Holz. Ja, lass mal ein bisschen hier drin oder hier drauf. Das brauchen wir immer, Holz. Das ist wichtig. Machen wir mal... Komm, 20 lassen wir hier. Das nehmen wir mit. 36 Leder. Wir hatten, glaube ich, Leder noch in dem anderen, ne? Fiomia-Sattel, komm, den können wir auch mal mitnehmen. So, was ist hier? Ne, Leder haben wir... Ah, Leder haben wir ja nicht mitgenommen. Alles klar. Ja, Leder brauchen wir schon ein bisschen hier auf dem Schiff. Das ist wichtig. Das würde ich eher nicht mitnehmen wollen nach oben. So. Fasern. Ja, komm, Fasern immer. Verdorbenes Fleisch müssen wir eh mitnehmen. Steine lassen wir hier, Stroh lassen wir hier. Die Bären, die nehmen wir auch mal mit. Da füttern wir unsere Genossen. Ach, jetzt bin ich überladen. So eine... Nein, um eins überladen, das gibt's doch nicht. Ja, komm, hier. So, jetzt sind wir nicht überladen. Eigentlich sollten wir nicht überladen sein. Ja, sind wir auch nicht. Warum kann ich mich trotzdem nicht... Ach, weißt du, ganz ehrlich. Ja. Machen wir das hier. So. Hier, pass auf. Du kriegst ein Holzschild, du kriegst den Fiomia-Sattel, du kriegst das. Du bekommst das außerdem. Ach, guck mal, hier haben wir zweimal... Warum kann ich das nicht stacken? Was ist denn hier los mit meinem Bildschirm? Unglaublich. So. Was? Hallo? So. Dann haben wir hier noch die Holzleiter. Die wollte ich auf alle Fälle noch mitnehmen. Und die Fasern wollte ich auch noch mitnehmen, ne? Genau, so. Holzleiter. Zack. Und Fasern kannst du auch noch. Komm. Das kriegst du alles hin. So. Ich habe bloß so ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Folge mir. Ja. So, ich habe bloß so ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Das schnappt zu so meine, ja, meine Dodos angreift oder unsere Dodos angreift. Das wäre nicht so toll. Das wäre absolut nicht toll. Na, sind wir mal ganz ehrlich. Ah, dieses Lederkostüm von Hildi. Sehr, 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 sehr sexy. So, erstmal noch ein bisschen was trinken. Huch. Und ein bisschen was essen. Kommst du hinterher? Ja, nice. Oh, ich feiere das so. So. Macht schon was her, unsere Hildi. In Lack und Leder. Muss ich schon sagen, gefällt mir. So. Dann komm mal. Na. Zack. Und jetzt machen wir mal hier wieder entladen. Machen erstmal das Narkosemittel. Huch, ich mach mal wieder den hier. Zack. Narkosemittel. So, wir haben... Oh, wir haben ja hier wahnsinnig viel Narkosemittel. Aber wir haben keine Narkobären, ne? Verdorbenes Fleisch haben wir zuhauf. Okay. Fasern. Okay, ich sehe... Das wird, glaube ich, unsere Fasernkiste. Sehe ich schon kommen. Wir müssen uns so oder so mal ein paar Kisten bauen. Also wir haben ja, glaube ich, noch eine. Fasern, Holzleiter, Holzfalltür, weiß ich, Holzfalltürrahmen. Können wir das noch tragen? Ja, komm, das können wir noch tragen. Und das hier auch noch. Weiß ich gar nicht, wo wir das jetzt hinpacken am besten. Holzfalltür, Holzfalltürrahmen. Müssen so oder so mal hier ein bisschen... Ach, guck mal, wir haben ja hier eine zweite Kiste. So, Holzfalltür, Holzzaunfundament. Zäune, um einen Bereich zu bauen. Okay, Holzpfeiler. Pass mal auf, wir nehmen mal den Holzpfeiler mit. Um einfach mal zu schauen, ob wir den unten... Boah, was wir hier alles noch haben. Narkobär-Samen, die müssen wir doch mal aussehen. Mann! So, Leder haben wir hier. Zack, machen wir das. Dann... Die Bären, die können wir eigentlich den Dodos mal geben, oder? Ach, die fressen auch so wenig. Oder? Hallo! Ihr seid beide weiblich, ne? Ich glaube, so war das. Ah, ihr fresst so wenig, liebe Dodos. Huch. Woran hänge ich denn hier? So. Alles gut hier? Hm, wie machen wir das da am döfsten jetzt? Pass mal auf. Wir hatten ja... Habe ich mir jetzt eigentlich die Narkobär-Samen? Habe ich jetzt... Ja, sehr gut. Narkobär-Samen? Hier haben wir Ammerbär-Samen. Nee, komm. Narkobären sind wichtiger. Zack.
Kann ich auch hier mehrere rein? Nee, achso, das ging nicht genau so. Eins. Nicht bepflanzt. Zwei. So, wie sieht's denn hier aus? Dünger ist gut, bewässert ist auch. Was, wieso ist denn das wieder ein Setzling? Ach nee, das war ein Setzling, weil es vorher ein Sprössling war, ne? Ich glaube, so war das. Ja, das werde ich, glaube ich, nie lernen. So. Einmal Dünger haben wir hier noch. Wir brauchen aber noch einen riesengroßen Kackhaufen. So, schauen wir mal. Hast du mittlerweile... Ja, ne, riesengroß ist der nicht. Schade. Kleiner Tierhaufen. Was, wir kriegen noch einen kleinen Tierhaufen? Ach, das ist doch Mist. So, machen wir den hier. Dann haben wir hier einmal... Wie sieht das aus mit dem Dünger? 65.000. Ich glaube, das ist... Sehr gut. So, haben wir Dünger hier. Ist das auch gedüngt? 54.000, sehr gut. Bin ja mal gespannt, wann wir endlich mal hier Pflanzen kriegen. Das dauert ja Ewigkeiten, liebe Freunde. So. Jetzt haben wir da... Was? Ah, nice. Schau mal. Level up. Ja, weiß ich gar nicht. Auf was skillt man sowas? Nahkampfschaden? Nahkampfschaden, würde ich sagen, oder? Gesundheit und Nahkampfschaden. Nahkampfschaden oder Gesundheit? Machen wir erstmal Nahkampfschaden, oder? Machen wir einmal Nahkampfschaden. So. Haben wir das gemacht. Sehr schön. Und jetzt wollte ich ja eigentlich erstmal noch kurz hier ein Schlückel trinken. So, dann müssen wir hier noch unseren Wasserschlauch auffüllen. Zack. So, und dann, meine lieben Freunde, gehen wir jetzt mal runter. Wir lassen mal Schnapp zu hier. Und jetzt gehen wir mal runter wieder zum Floß. Weil ich will mal schauen, die Holzpiller haben wir jetzt mitgenommen, ne? Genau, die Holzpfeiler haben wir mitgenommen. Wenn das nämlich funktioniert, was ich sehr hoffe, dann können wir uns nämlich einen kürzeren Weg vom Floß unten nach oben bauen. Ja, so eine kleine Anlegestelle. Das wäre eigentlich so mein Traum, wenn ich ehrlich bin. Das wäre so, das wäre der Traum, der feuchte Traum meiner Nächte. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich merke schon, heute ist so ein bisschen anzüglich ist heute das Thema, ja, oder im Vordergrund. Aber ich glaube, das macht auch diese Musik, ja, dieses Jazz-lastige. Ich glaube, ich sollte mehr solche Jazz-Musik reinnehmen. Das bringt mich in Stimmung. Oh Gott, ich glaube, das wollt ihr nicht. Das kann ich auch verstehen. Wirklich, ich verstehe das. So, jetzt sind wir wieder beim Floß. Fahren. Ich finde ja immer noch diese Steuerungstechnik finde ich immer noch geil. Ja, also ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man das richtig macht. Aber so wie wir das jetzt machen, das geht schon. So, kurz heimlich einen Schluck aus der Kaffeetasse nehmen. Ah, das ist so schlimm. Kennt ihr das? Kommt ihr eigentlich auch ohne Kaffee in Fahrt am Tag? Also irgendwie... Weiß nicht, früher fand ich Kaffee richtig, richtig ekelhaft, ja. Das war wirklich, wow, verstehst du? Aber, ja, weiß ich nicht, heutzutage komme ich irgendwie ohne Kaffee nicht mehr in Schwung. Das ist schlimm. Ja, wenn dir so auffällt, dass du dann so abhängig wirst von sowas. So, hier ist unsere kunstvoll gebaute Pipeline. Und jetzt schauen wir mal, kann ich daneben gleich so ein... Pass auf, machen wir den hier, zack. Ah, vielleicht noch ein Stückchen weiter ran. Na. So, machen wir den hier. Okay. Und jetzt... Huch, wo war's? Na, willst du jetzt aufgehen? So, der Holzpfeiler, steht hier irgendwas da noch dazu? Fügt der direkt irgendwie ein Stück hinter... Bla, bla, bla. Steht nichts dazu. Okay, wir versuchen es einfach mal. Acht. Holzpfeiler kann nicht gesetzt werden, außerhalb des... Ja, nice! Ja, nice. Ja, nice. Schaut euch das an. Nice. Achso, nein, jetzt haben wir bloß Ach, verdammt, jetzt haben wir bloß eingesetzt. Können wir eigentlich schon so einen Holzpfeiler bauen? Ich muss mal kurz schauen. Betäubungspfeil, den wollten wir auch noch unbedingt lernen. Die Pfeile sind so oder so richtig geil. Es gibt ja alles Stolperdraht. What the fuck? Holzpfeiler. Sieht jemand von euch den Holzpfeiler? Oder bin ich da schon vorbei?
Ach hier, Holzfäller, 9 EP. Ach verdammt, da brauchen wir auch noch. Ah. Also 17 Engram Points brauchen wir fürs nächste. So, jetzt haben wir schon Holzpfeiler hier gebaut. Ich glaube, da brauchen wir aber 4 für eine Plattform. Und dann können wir uns einfach hochbauen mit Leitern. Ja, nice. Wie geil ist das denn bitte? So, perfekt. Pass auf, dann lassen wir das hier so. Dann müssen wir mal ein bisschen Holz hacken gehen auf alle Fälle. Machen wir das einfach mal hier drüben. Einfach, weil es einfacher ist. Gleich, zack, machen wir den hier. Wir haben ja immer noch unsere Pfeile. Von daher dürfte das kein Problem sein. So, immer schön mit Blick auf unsere schöne Strandvilla. Oder, ja, Cliffhouse kann man es ja auch nennen. So, und jetzt weiß ich gar nicht, können wir eigentlich mit unserem Raptor, können wir da auch farmen gehen? Das wäre natürlich geil. Also, mit farmen meine ich jetzt gegen Bäume rennen und die quasi umhauen. Müssen wir eigentlich mal ausprobieren. Da muss man bestimmt erst reiten, ne? Und dazu braucht man einen Sattel. Boah, wir brauchen so viel. Ich glaube, mit dem Betäubungsfall, das wird noch nicht nächste Runde. Weil wir brauchen erstmal den Sattel, der ist wichtig zum Reiten. Und dann brauchen wir ja auch noch diese Holzpfeiler. Das ist auch noch ganz wichtig. Oh, wir sind schon wieder fast voll. Los, lauf, Hildi! Ich finde das Holzschild ja geil. Also ganz ehrlich, das gefällt mir. Das ist so, ja, so hässlich einfach nur. So, einmal Holz abliefern. Zack und zack. Wie viel Gewicht haben wir denn? 59 haben wir. Verdorbenes Fleisch schon wieder 2. Ah, das ist eigentlich ärgerlich, sowas hier. Komm, wir machen mal... Mach mal ein kleines... Na, jetzt habe ich das ganze Holz weggelegt, ich Depp. So. Zack. Und dann machen wir jetzt mal... So, machen wir das Feuer entzünden. Jetzt machen wir uns mal schön Fleisch hier. Njam, 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 njam. So. Und zurück zum Holzhacken. Ja, liebe Freunde, gerade Thema Kaffee. Es ist echt schlimm. Ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber bei mir ist es so, dass wenn ich frühst keinen Kaffee trinke, komme ich den ganzen Tag nicht in Schwung. Den ganzen Tag, und das ist echt, weiß ich nicht. Das macht mir ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin, weil stell dir mal vor, du bist irgendwo in der Wildnis und du hast keinen Kaffee, ja, und... Und du kannst den ganzen, kommst die ganze Zeit nicht in Schwung. Komplett nicht in Schwung. Die ganze Zeit, ja. Und dann greift dich so ein komischer Bär oder Gorilla oder was auch immer an. Ja. Gut, ist vielleicht ein bisschen fiktiv, das Ganze. Oh, hier, guck mal. Ein Baum in einem Stein. Perfekt. Ja, und dann hast du halt keine Reaktion, weil halt, ne, verstehst du, weil du halt nicht ordentlich wach bist. Aber gut, ich meine... Alles ja nur fiktiv, von daher ist das kein Problem. So. Ja, weiß ich nicht. Wenn einer von euch mal eine Idee hat, warum das Spiel oder welche Einstellung das betrifft, dass das Spiel im Hintergrund, seht ihr links oben den Stein, der dann so langsam erscheint, warum das Spiel diese, oder welche Einstellung das beeinflusst, dass das Spiel diese, ja, Steine so erscheinen lässt, dann bitte immer in die Kommentare unten rein, weil ich mir das doch gerne mal... Ich würde das gerne mal ausschalten. Ja, also, oder irgendwie angucken oder wie auch immer. Also auf alle Fälle irgendwas damit machen, weil das gefällt mir noch nicht ganz so, wenn ich ehrlich bin. Bin ja immer dabei, ein bisschen zu optimieren. So, zweiter heimlicher Schluck aus der riesengroßen Kaffeetasse. Und ich habe auch schon mal überlegt, ein paar Mods hier einzubauen in Ark. Aber, ach nein, oder? Inventar öffnen. Ach, komm, mal so hier. Zack und zack. Können wir uns noch ein bisschen... nein. Ich würde doch bloß mal schauen, was hier schon gegrillt ist. 6 Stück haben wir schon gegrillt. Perfekt. Kann ich mich noch irgendwie leichter machen? Was nimmt denn hier so viel? Die Steine nehmen Haufen weg, ne? Ah, das macht es eigentlich auch nicht so viel. Komm, die nehmen wir mit. Die brauchen wir zur Selbstverteidigung.
So. Langsam werden die Wege zu lang. Ah, die... Was? Oh, da ist ein Ei. Da ist ein Ei. Jawohl. Meine. Zack. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Vielleicht essen. Das müssen wir später rausfinden. So ein Ei haben wir ja schon mal bei uns. Carbon Enemies Ei oder so ähnlich. Ich glaube nicht, dass das genau so ist, aber... So. Zack. Ja, ein bisschen Holz braucht man dann für die Pillars. Wenn das... Bei dem Wort muss ich immer ein bisschen lachen, wenn ich ehrlich bin. Na gut, liebe Freunde, ich sehe schon, wir sind gerade am Ende schon der heutigen Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen, hat mir Spaß gemacht. Und in der nächsten Folge schauen wir dann mal, dass wir endlich mal aufsteigen irgendwie. Und dann müssen wir uns mal wieder ein paar Pfeile basteln und so weiter und so fort. Also, wir haben noch einiges zu tun. Von daher freue ich mich schon auf die nächste Folge mit euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Dude. Color from my heart, everyone can tweet.